Konnichiwa minasan, Yukido des. Und hallo Sen. Hallo Yuki. Guck mal, was haben wir denn hier? Hamburg, oh mein Gott, Hansestadt. Geil. Wir sind heute in Passau. Holy fucking shit. Und wir laufen jetzt gerade nach Passau. Wir sind gerade in unserer Herberge abgestiegen, die wir uns ausgesucht haben. Und sind jetzt auf dem Weg entlang an einem kleinen Rinnsal auf dem Weg nach Passau selbst in die Stadt. Und hier ist das Rinnsal, das ich gerade meine. Schön idyllisch hier alles. Hier müssen wir. Sehr angenehm. Hier müssen wir rüber, okay? Und hier auch schon mal. Aber es ist keine Generelle. Ist noch gar nicht in der Stadt, aber bam! Oh ja. War jetzt natürlich fürs Video nicht so gut. Wir haben ja hier diesen schicken. Ich muss ja das auf. Ich muss ja das so halten, weil macht das für YouTube wenig Sinn, wenn. Ja, ich hab. Egal. Und hier haben wir den Stadtplan. Genau. Den hat uns unsere Herbergs Mutter gegeben. Genau. Sehr, sehr freundlich, da wo wir sind. Genau, hier ist nämlich das Lindental. Ich muss mal ein bisschen weiter weg, sonst sieht man da nichts. Ja, hier ist das Lindental und das heißt, wir müssen jetzt eigentlich darüber. Genau, wir sind da unten irgendwo. Wo, warte, wo war es jetzt? Da unten. St. Severin. Und wir müssen halt hier hoch zur richtig interessanten Altstadt. Ach, stark, wir sind schon im Römermuseum, da wo wir eigentlich morgen erst hin wollen. Hier ist das Römermuseum. Ja, offensichtlich, herrlich. Du meinst das hier, oder wie? Möglich. Oder irgendwo da? Ja, nee, macht doch, ist doch sinnvoll hier. Okay. Hotel Bojotrum. Naja, gucken wir einfach mal. Aber hier rüber müssen wir auch, oder? Nee, eigentlich sollten wir bis zur Gärtnerei gehen und dann links. Also ich denke, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus und gucken uns da ein bisschen an. Alles klar. Und übrigens, ja. Eigentlich könnten wir die Serie auch nennen Sen lässt Yuki verirren, weil der Orientierungssinn ist ja legendär schlecht. Und vor allem hast du jetzt die Macht über die Karte, das ist natürlich besonders böse. Genau wie in StarCraft. Holy shit, was für ein schöner Zusammenhang. Auch in StarCraft hat Sen, wenn wir gegeneinander spielen, in der Regel Kontrolle über die Karte. Ach, das war jetzt allein deswegen. Ach, hat sich schon gelohnt, die Aufnahme jetzt. Wir sehen hier auch noch ein schönes Tor. Einfach so ziemlich zufällig hier in der Gegend. Und eine Brücke, wo ein Auto drüber fährt. Gut. Ach, guck mal. Und bitte? Unsere Pension ist ausgeschildert. Da. Kein Wunder. Wenn wir von der anderen Seite, also von hier gekommen wären, herrlich. Gut. Dann würde ich mal sagen, Pause, ja genau. Gehen wir mal durchs Tor und dann schauen wir, was uns da drin erwartet. Und jetzt erstmal Pause bis nachher. So, wir laufen weiter Richtung Innenstadt. Wollte ich aber hier nochmal ein bisschen filmen, weil die Straße einfach so schön ist. Und die Gebäude hier mit ihren verschiedenen Farben. Kannst du ja gleich noch den. So, Ampelfarben. Bitte? Oh ja, genau. Und wir laufen ja hier auch am Fluss entlang. Am einen der vielen Flüsse von Passau. Und da werden wir später sein. Oh. Und noch ein Auto. Jetzt haben wir schon zwei Autos gesehen, Sen. Zwei! Ja, kann man nicht empfehlen. Super. Also zwei fahrende Autos. Wie man sieht, stehen schon auch ein paar rum hier. Gut, weiter geht's. So, und jetzt, weil Sen es mir gesagt hat und weil er gemeint hat, dass so süße Stellen unbedingt gefilmt werden und der Nachwelt erhalten werden müssen, stehen wir hier. Achso, das war so. Ja, stehen wir hier beim Geburtshaus von Erna Schützenberger, die natürlich weltberühmt ist und die wir alle kennen, die es hier verdient gemacht hat um die Erhaltung des Volkstanzes der niederbayerischen Heimat. Hier wurde sie geboren und die Wasserhöhe ist sogar über dem Schild. Von so hoch stand das Wasser 1899. Das ist ganz schön hoch. Ja. Das ist beunruhigend hoch. Auf jeden Fall Erna Schützenberger. Merkt euch den Namen. So, wir stehen jetzt auf der Inn. Brücke. Also über der Inn. Genau. Und wir haben hier noch einen schönen Überblick über Passau. Hier ist der Teil, wo wir herkommen, wo natürlich gerade ein Schildweg ist. So, hier drüben, da oben. Das war übrigens irgendwie St. Severin und St. Gertrudsbrunn. Ich hoffe, das hat man jetzt auch tatsächlich gehört. Und dann kommt hier, wuff, der Dom. Holy, ja, Wahnsinn. Das eigentlich große Wahrzeichen. Zeig mal, und wo wir gleich hin waren. Also da oben ist natürlich das feste Oberhaus, da waren wir auch noch hin. Genau.
Aber als erstes geht es jetzt ans Dreiflüsse-Eck. Genau, und das ist da drüben und nicht, wie Sam ursprünglich dachte, da drüben. Da kommen nämlich die ganzen Flüsse her. Nein, das Dreiflüsse-Eck, das ist da drüben. Ja, jetzt hat Yuki Mist erzählt, weil die drei Flüsse kommen nicht von hinter uns, aber auch in Ordnung. Und da kommen nur Inn und Donau her, die Ilz kommt von da hinten. Ja, ist ja auch egal. Also links zu sehen. 66% der Flüsse, die durch Passau fließen. Wahrscheinlich sogar 90, weil die Ilz ist sehr klein. Wunderbar. Ich mag es, wenn ich zu 90% recht habe. Und es fliegen hier auch jede Menge Möwen rum. Die haben sich da hinten versammelt. Vorhin, als die Kamera aussah, habe ich noch so einen tollen Plan gehabt, dass wir die Möwen alle anlocken und dann alle erschrecken, dass sie in einem Haufen durchfliegen. Aber, also erschreckt auffliegen, so wie bei den Tauben in den Städten. Aber Sen meinte, das können wir nicht machen. Na gut, Sen, dann halt nicht. Möwen sind auch nur Menschen, Vicky. Fliegende Menschen. Und wir haben uns auch vorhin darüber gewundert, was da oben auf dem Dom gebaut wird. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video jetzt überhaupt richtig erkennen kann. Ob da jetzt was renoviert wird oder ob vielleicht auch eine, was ich denke, ein Denkmal an mich gebaut wird. Was natürlich höchste Zeit wäre, ein Denkmal an mich. Also bitte. Genau. Wir sehen auch hier unten einen Spielplatz. Man sieht auch, Passau denkt an seine Kinder. Wenn das nicht ein schöner Spielplatz ist hier, gerade am Fluss, noch ein paar Bäume hier nebendran, wunderschön. Und genau. Dann sei das mal für diesmal auch wieder zu Ende, dann schauen wir mal weiter, was wir uns anschauen. So, wir stehen jetzt am Dreiflüsse-Eck. Wahnsinn, wir sind da. Ihr Standort, genau hier stehen wir. Und da kann man die drei Flüsse nochmal sehen. In Ilz und Donau. Beim Alter. Und da fließen sie dann zusammen hin. Der Megastrom. Die vereinigte Flussmasse. Auf Donau genannt, genau. Fließt dann da hinten weiter. Und wir sind am Eck. Da kommt die kleine Donau, da ist irgendwie die Ilz oder wie war es? Genau. Ilz. Da hinten. Und da, wo gerade der Dampfer fährt, ist die Inn, wo wir gerade noch... Der Inn. Auf dem wir gerade noch standen. Donau! Toll, oder? Genau. So, und jetzt gehen wir wahrscheinlich mal in die Richtung weiter hier. Oder? Ja. Was meinst du, Sen? Gut, machen wir. So, und weil Sen mich wieder gezwungen hat, das hier zu filmen, weil es wieder so eine zufällige Sache ist, die wir hier gefunden haben. Aber herrlich, herrlich. Am Dreiflüsse-Eck gibt es hier einen Baum, der wohl vor nicht allzu langer Zeit gepflanzt wurde. Und auch hier ist ein Schild, um uns zu informieren. Dieser Baum ist ein Geschenk der Besatzung des Minenjagdbootes Passau. Und noch jede Menge anderen Text. Könnt ihr das Video pausieren und lesen, wenn ihr wollt. Wow, ich bin aus Versehen auf den Zoom gekommen. Genau. Ist das nicht super? Eine nette Geste, finde ich. Auf jeden Fall. Und ist ja schon ganz schön hier. Wir befinden auch noch größer und noch viel mehr Blätter und Äste und überhaupt. Genau. Weiter geht's. Mal sehen, was es noch für Sachen hier gibt. Erinnere mich nochmal, Sam, wieso nehmen wir jetzt den längeren Weg hoch zur Weste? 20 Minuten statt 10 Minuten. Weil wir den kürzeren immer noch zurücknehmen können. Das ist auch kein Argument. Wir können auch beides mal den kürzeren nehmen, dann wären wir insgesamt schneller. Okay. Ich kann mich auf den längeren besser profilieren, weil meine Beinmuskulatur besser ausgebildet ist. Das ist doch gar nicht wahr. Wer fährt denn diesen Morgen 18 Kilometer auf dem Fahrrad? Ja, und deswegen hast du bessere Beine als ich, oder was? Bitte? Und deswegen hast du bessere Beine als ich, oder was? Ja, natürlich, ich habe Beine Stufe 2. So, jetzt habe ich erst kapiert, was du meinst, Stufe 2, wie Syndicate. Also nochmal anschauen jetzt natürlich. Ah, ich habe ein bisschen gebraucht.
Macht nichts, du steckst halt die ganze Energie da rein, dass du hier hochsteigst. Und die Kamera einigermaßen gescheit zu halten. Richtig. Trotzdem beharre ich darauf, dass du nicht bessere Beine hast als ich, Sen. Wir können nachher einige hübsche Passauerinnen befragen, was sie denken. Was, und dann sollen wir unsere Hosen ausziehen, oder was? Ich weiß nicht, Sen, du hast manchmal komische Ideen irgendwie. Ja, ich geb's dir. Eigentlich könnten wir auch ein paar hübsche Passauer fragen. Ne? Ja, Sen, das übernimmst du dann. Ich übernehme die weibliche Bevölkerung. Die weiblichen Teile der Bevölkerung. Schade, dass jetzt hier lauter Bäume im Weg sind. Da unten kommen wir her. Da unten ist eine schöne Altstadt. Aber jetzt sind wir auf der anderen Seite der Donau und laufen in der Weste hinauf. Einen langen, sehr blättrigen Pfad, wie man sieht. Und dank Sen in 20 Minuten und nicht 10, wie man es auch machen könnte. Das ist doch cool hier. Was hast du? Also nie gefällt. Wie in Freising. Wie in Freising? Ja. Sieht in Freising genauso aus wie hier. Ähnlich. Und dafür sind wir hierher gekommen. Um das Zuhause in der Ferne zu finden. Oh, das ist schön. Ich würde fast weinen, wenn ich weinen könnte. Ich weiß, du hast Lust. Ja. Mein Hals ist trocken, meine Zunge ist trocken. Und wenn ich bald was zu trinken kriege, raste ich aus. Und genau daher fällt mir auch das Wasser für die Tränen. Das ist absolut richtig. Und wie man sieht, der Pfad geht weiter und weiter und weiter. Leider haben wir jetzt natürlich nicht auf die Uhr geschaut, um zu testen, ob es tatsächlich 20 Minuten dauert oder nicht. Ich tippe mal doch auf ein bisschen weniger. Keine bange Sekunden. Ich glaube, die Spitze kommt von 250 bis 300 Metern. Oh, cool. Oh, ein Radfahrer. Servus. Und wie ist immer gescheites in Bayern. Sehr schön, das gefällt mir. Man sieht es natürlich nicht im Video, weil man sowas generell natürlich nicht sehen kann. Große Überraschung. Es ist warm. Auf einmal wirklich warm geworden. Vorher fand ich es noch relativ kalt generell. Aber jetzt ist die Sonne richtig draußen und fühlt sich wieder ein bisschen sommerlich an. Das liegt daran, dass Passau so nah am Himmel liegt. Du meinst am Äquator? Ja, etwa minus 200 Kilometer weiter südlich, genau. Egal. Ja, von der Höhe her ist es ja jetzt nicht so dramatisch. Wir sind ja vor allem in der West-Ost-Richtung ziemlich gefahren. Das habe ich nicht nachgeguckt, wie viel 100 Meter Passau über dem Meeresspiegel liegt. Freising sind glaube ich 471 oder so. Und München selbst über 500 knapp, durchschnittlich zumindest. Und Passau, nee, habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Oh doch, ich muss zugeben, Sen, du hast recht, das ist schon ein schöner Pfad hier. Gell? Meine Eltern würden sich freuen. Da schicke ich Ihnen ja den Link dafür. Damit Sie das nacherleben können, was du hier durchmachst. Deine Qual, Tortur, durch die ich dich peitsche. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht hören, weil es nachvertont ist. Nee, mehr damit Sie sehen, was Passau für eine schöne Stadt ist und was Sie da auch unbedingt hin müssen. Wenn Sie nicht schon da waren, das weiß ich nicht genau. Oh, ein Aussichtspunkt. Da müssen wir ja gleich mal Passau filmen, weil wir es nicht schon die ganze Zeit gemacht haben. Wow, okay, das ist zugegebenermaßen nicht schlecht. Dafür lohnt sich doch die ganze Mühe, oder Sen? Auf jeden Fall. Du darfst gerne Danke, Danke sagen. Für dich, wieso denn? Ja, weil ich diesen Weg gewählt habe und nicht den langweiligen 10-minütigen. Den kurzen, da wo auch ein Aussichtspunkt war, den wir gesehen haben vorhin. Ja, aber auf der anderen Seite vom Berg. Herr Wien, der war doch auch da vorne.
Ach, Sen, jetzt pass doch ein bisschen auf, wenn du hier läufst. Nee. Na, jedenfalls hier auch vorne ist offensichtlich der Dom. Und dahinter kommen wir her. Und jetzt sind wir einmal so hier drumherum gelaufen. Da hinten ja noch das Dreifüßereck. Dann sind wir hier vorgelaufen und jetzt eben gerade über den Fluss, über die Donau. Und wie gesagt, es geht dann zur Weste, die ist immer noch ein paar Meter hier. Aber so wie es aussieht, ja, müssen wir dann gleich hier oben sein. Okay, das ist so ungefähr der beste Shot wahrscheinlich des ganzen Besuchs hier in Passau. Deswegen kosten wir das noch ein bisschen aus. Außerdem habe ich immer noch anderthalb Stunden Film hier zu verbrennen. Mhm. Ich finde, wenn das kein guter Einstieg dafür ist. Und Sen auch gleich wieder hier mit unserer Wegezehrung Paprika. Danke, nachher. Oder hast du es mir gerade überhaupt angeboten? Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich es wirklich gegessen habe. Du warst angeben damit. Mhm. Und darfst auch gerne was abhaben. Nachher, wie gesagt. Gut. Dann kämpfen wir uns mal weiter. Und da ist gerade ein Hund gekommen. Gut.